Hallo! In meinem Spiel The Awakening geht es um ein Kind, das ähnlich wie Hans Krug in die Luft nicht so recht hinsieht, wo es hinläuft und, huch, in einen offenen Kanaldeckel stolpert. Statt in der Kanalisation zu landen, findet es sich allerdings in einer feindseligen Fantasy-Welt wieder. Und welches Genre würde nicht besser zum Thema auf die Fresse passen als ein RPG? Denn, bitte, wie viele Gegner bekommen in einem Final Fantasy auf die Fresse? Im rundenbasierten Random Encounter macht der Spieler nun von seinen neuen magischen Fähigkeiten Gebrauch. Das Kampfsystem zeichnet sich dadurch aus, dass Gegner schnell Resistenzen bilden, sodass Spam von starken Attacken nichts bringt. Dafür kann man sich allerdings Effekte zunutze machen durch geschicktes Einsetzen von Typkonfigurationen. So bringt es zum Beispiel nichts, einen nassen Gegner mit einer Feuerattacke anzugreifen. Andersherum dagegen schon. Außerdem hat jede Art von Gegnern unterschiedliche Anfälligkeiten und Grundresistenzen. Storytechnisch ist das Kind auf der Suche nach dem Weg zurück in seine eigene Welt, wozu es durch eine Reihe von Locations wandert, verschiedene Ereignisse triggern kann und Rätsel lösen muss, wie zum Beispiel im Wald der Illusion, in dem sich die Bäume hinter einem bewegen. Nach etwa 5 bis 15 Minuten hat man die RPG-Experience bereits geschafft und das Spiel endet mit der Endsequenz. Technisch nutze ich die Godot Engine und habe die Zwei-Farben-Regel über einen Dithering Shader umgesetzt. Die interne Spielauflösung beträgt 240x160 Pixel und entspricht damit exakt der des Game Boy Advances. Der Rahmen ist also nicht rein zufällig so gewählt. Für das Dithering wird allerdings vierfach upsampled, da ansonsten der Effekt nicht so schön wäre. In der Videobeschreibung finden sich Links zu einem kompletten Walkthrough, als auch zur Spielseite auf itch.io, wo das Spiel für Windows, Linux, OS X als auch als WebAssembly bereitsteht.